Na gut, Kalle. Gut, wenn alles in Ordnung ist, dann passt ja alles, ne? Dann kann ich mich ja jetzt auf die Socken machen. Ja gut, sonst war nichts, ne? Also... Okay, Dieselfilter bist du ja, müsst ihr sowieso immer. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Und somit sage ich herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ITL auf Achse und somit auch zu meinem neuen Video. Ich bin was langsam. Wir sind in Köln. Mein LKW war in Inspektion. Wisst ihr ja bei der letzten Folge. Oh, der hatte noch nicht so richtig gesessen. Der saß nicht richtig. Wie es nun mal so ist mit dem Trecker R. Wir fahren jetzt den Trailer holen. Der sollte jetzt fertig sein. Den hat Astrid vorgeladen. Und den fahren wir jetzt holen. Beziehungsweise der ist bei uns auf dem Hof vorgeladen worden. Ist auch ein neuer Trailer. Wie ihr wisst, wir fahren zum Großteil Krone. Links abbiegen. Ja, machen wir. Ja, Jung, du mit deinem Seat, du wieso nicht, was du willst. Ne? Fahr mir noch eine Beule rein, dann haben wir noch alles hier erledigt. Rechts halten und danach rechts abbiegen. Würde ich gerne, aber jetzt ist gerade rechts abbiegen. Rot. Für uns geht es auf jeden Fall runter nach Nürnberg zu RT-Lok. Im Moment, das Navi zeigt natürlich, der Trailer steht da hinten. Das ist noch so ein bisschen was, was im ETS fehlt, dass man Trailer wechseln könnte während des Spiels praktisch. Man stellt den einen hin, holt den anderen ab. Wäre natürlich mal... Oh, im sechsten Gang anfahren ist doof, ne? Das passt dann nicht so ganz. Rechts halten. Danach rechts. Wenn ich dann in Nürnberg bin, dann kann ich auch Falco mal einen Besuch abstatten, wenn er dann da ist. Aber das sehen wir dann. Immer noch so leicht erkältet ein bisschen. Also irgendwie das Wetter macht mich wahnsinnig. Sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe ein schönes verlängertes Wochenende gehabt. Was heißt Wochenende? Was macht man da? Abrechnung, links Papiere halten. Und hat man nicht gesehen. Danach links abbiegen. Von daher, ruhig ist immer relativ. Jetzt links abbiegen. Gespannt, wie es wird, wenn die 1,50 rauskommt. Vermutungen liegen ja nahe, dass es irgendwas diesen Monat wird. Schauen wir mal. Wir haben heute den 1. April, ist kein Aprilwitz. Trailer. Was ist das denn? Wieder steht hier offen rum. Was ist das denn für eine Scheibenhonig? Ja, super. Muss man hier alles selber machen? Verdammte Hacke nochmal. Ja,
wir sitzen gerade drunter und dann... Ja, also ehrlich. Wieso können die den Trailer nicht zumachen da? Das ist doch nicht normal. Bin ich jetzt noch mal eine halbe Stunde beschäftigt damit, alles zuzumachen, oder? Ja, denn wollen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz gucken. Hula. Kann noch hier machen. Ja. Moin, Kalle. Ach nee, das war Jürgen. Wir zwirbeln den schon mal dran. Ups. Ich laufe ja immer noch. Wieso ist denn der Trailer nicht zu? Ach so. Ladungssicherung. Ja gut, da hast du natürlich auch wieder recht mit. Wir machen mal gerade das Licht an. Warnblinker auch. Jetzt ist alles an. Gehen wir mal gerade gucken. Und dann fangen wir damit zuerst an diesmal. Das funktioniert alles. Das sieht auch soweit gut aus. Gut. Ja, Gurte sind drum. Kommt mir aber was wenig vor. Könnten ruhig noch zwei, drei mehr sein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich zugemacht habe. Ich glaube, das dürfte einfacher sein. Bis gleich. So, Dele. Papiere haben wir auch. Ansonsten passt alles. Ich würde sagen, wir legen los. So, auf der Karte gehen wir mal kurz. Ja, wir stehen hier, ne? Es geht hier runter zu RT-Log. Das liegt da. Da ist auch Landgraf und da machen wir dann Feierabend mehr oder weniger. Ich werde dann hier zu Filus fahren und dann da mal meine Karte ausprobieren, die ich da bekommen habe. So. Jetzt nehme ich euch auch mit dazu. Moin, moin, da sind wir. Da oben, das blenden wir aus. Zeit von 6 Stunden. Passt ja alles, ne? Papiere habe ich schon. Ja, was soll ich sagen? Ich fand den Trailer eigentlich ganz cool. Es gibt da so ein kleines Problemchen mit, und zwar das Öffnen und Schließen geht nur in der Werkstatt. Deshalb habt ihr den zweiten Kalle da stehen sehen. Wer mit einem Gullideckel-Mod arbeitet, hat natürlich sieht es ein bisschen optisch besser aus. Ich muss die mal austauschen, ich glaube, das ist besser. Weil es ist ja auch immer dumm, wenn da irgendeiner rumsteht. Demnächst recht. Ja, Trailer sollen demnächst auch neue kommen. Warten wir mal ab und harren den Dingen. Jetzt rechts abbiegen. Ja,
Irgendwas ist sowieso verändert worden, das ist mir auch aufgefallen. Viele Leute beschweren sich übers Licht. Ich habe den Bloom-Faktor runtergesetzt, der steht irgendwie auf 0, was weiß ich was. Standardmäßig steht der, glaube ich, auf 4 oder auf 2 oder 4, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Links halten und danach links abbiegen. Da überstrahlt alles ein bisschen, das ist also wirklich extrem. Die sind aber gut schwer, muss ich sagen, ne? Wie gesagt, mit dem Bloom-Faktor kann man das ein bisschen zurücksetzen. Das ist in der Config-File, da ja, musst du dann gucken nach Bloom. Bloom, not Bloom. Rechts halten. Da könnt ihr die einstellen. Dann ist das nicht mehr ganz so extrem. Es fällt nur halt eben inzwischen immer mehr auf. Also ich habe den Verdacht, es kommt irgendwas in der 1.50. Ich muss euch mal gerade ein bisschen rutschen. Ich habe das Gefühl, ihr seid zu weit weg. Also das Mikro zumindest. Das ist nämlich da. Wie gesagt, also da wird irgendwas passieren. Irgendwas ist SCS da am Machen. Man hört auch wieder vermehrt mit viele Probleme mit den FPS. Wobei mir dabei eigentlich auffällt, ich habe jetzt hier so 43 FPS, es läuft aber noch flüssig, also es ist nicht so, dass man jetzt hier Standbilder hätte. Und danach rechts. Es ist natürlich auch immer, wenn man in die Stadt reinfährt, da sowieso. Das Problem da hinten ist auch gefixt worden. Das habe ich gelöst. Da war irgendeine Straße, hatte irgendwie... Normalerweise hat man im Map-Editor eine grüne Note und eine rote Note. Da waren auf einmal beides rote Notes und das kann eigentlich nicht sein. Irgendwas stimmte da nicht. Habe ich jetzt ausgetauscht, jetzt funktioniert das auch wieder. Geladen, ne? Wir sind schwer. Was haben wir? Okay. Der Tracky hat wieder festgestellt, 52 Euro, 0 Tonnen. Das liegt daran, weil der Trailer nicht irgendwie richtig definiert ist. Das musste ich auch jetzt vor kurzem lernen. Dass das an dem ist, war mir auch nicht bekannt, war mir neu. Demnächst rechts. Wie gesagt, hatte ich vorher auch nicht gewusst. Jetzt rechts abbiegen. Wie gesagt, ich mache im Moment nur so kleine Reparaturarbeiten hier im Map-Editor, was Köln betrifft. Da sind immer mal so Kleinigkeiten, die irgendwie auffallen. Die man entdeckt. Wie jetzt beim letzten Mal mit der Map da. Also dafür, dass ich eigentlich 0 Tonnen habe, zieht er doch relativ schwer hier hoch. Wie gesagt, in der 1.50 wird das hier also sich alles ändern und dann gehe ich mal davon aus, dass sowieso alles hinfällig ist. Ja, ja, du bist auch so ein kleiner Wahnsinniger, ne? Naja. Seht auch das mit den X'en, das ist Hermi hat das schon mal angemerkt. Ich weiß aber auch inzwischen, was da der Fehler ist.
muss ich unbedingt mal gucken. Ich habe ja gar keine 8 Gänge. So, 85 ist eingeloggt. Das ist jetzt die Strecke. So würde ich nie im Leben nach Nürnberg fahren. Hier würde so in dem Bereich die A3 langlaufen. Die fehlt natürlich, weil hier ist Olpe Süd. Olpe Süd ist die Verbindung zur 45 rüber. Macht irgendwie wenig Sinn. Aber ja gut, ich baue jetzt hier nicht eine A3 rein. Weil das macht irgendwie keinen Sinn. Wie gesagt, da ist ja der Plan, dass die von SCS kommt. Warten wir ab, was die bringen. Rechts halten. Danach rechts abfahren. Das ist immer so eine Sache. Jetzt rechts abfahren. So. Dann grüße ich mal alle meine Abonnenten. 677 immer noch. Im Moment stagniert es ein bisschen. Jetzt hatten wir übrigens frohe Ostern. Für die, die die Folge ja erst am Dienstag sehen, frohe Ostern gewünscht. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes Osterfest. Das alles so wie immer. Ne? Man kennt das ja, Familie. Ja, du Krawattentracker hier. Der mit seinem PKW ist anständiger als du. Ich sage es jetzt nicht. Dass alles ruhig war, dass alles gut war, nennen wir es so. Zu wünschen ist ein bisschen doof, macht keinen Sinn mehr, habe ich beim letzten Video vergessen, war ein bisschen im ja, wie gesagt, ich war da ja auch so ein bisschen gestresst, um es mal so zu sagen. Es hat mich ein bisschen genervt. Was ist denn nun mit deinem Baguette? Wobei der ja noch nicht mal schlecht ist. Abstand wird immer überbewertet, ne? Habe ich irgendwo so hören lassen. Mir irgendeiner erzählt. Ich sehe es jeden Tag, wenn ich auf Richtung Arbeit fahre. Also die Abstände, die da manchmal herrschen, da denkt man sich echt, aber ihr habt doch wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Das war natürlich jetzt doof, ne? Ja, da hängt natürlich einer, da komme ich nicht rüber. Jo. Kurz zu den Kollegen. Wir fangen diesmal mit Michi an. Grüße gehen raus. Der ist mit dem Astra F im Auftrag der Heimtrans unterwegs. Ich würde gerne auf die rechte fahren, aber nee. Jetzt aber. Geht gerade nicht. Ja, da vorne der Renault bekommt aber auch so leichte Schwierigkeiten.
Also wir sind schwer, ne? Nein, ich überhole jetzt nicht. Ich muss jetzt hier eh abfahren. Ne? Naja, hier würde ich nie rumfahren, wenn ich nach Nürnberg wollte. Ich würde wahrscheinlich die A3 rechts halten und danach rechts. Auch nicht ganz abfahren. Richtig. Ich würde ja über die 61 runterfahren, bis zur jetzt 6 runter, dann nach Hockenheim und von da aus dann, was ist das, auf die rechts abbiegen. 5? Ne, 6. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was ist hier die Autobahn, die da rüber geht? Ich kann nicht mehr im Kopf. Ist das die 81, ne? Die geht so rüber. Von Hockenheim, also hinter Hockenheim geht's dann rüber. Schlag mich tot, ich weiß das Kreuz nicht mehr. Dafür bin ich schon zu lange nicht mehr da lang gefahren. So würde ich fahren. Das geht hier leider nicht, weil wir haben hier keine A61. Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Zukunftsplan verraten. Ich überlege, die A61 zu bauen. Das muss ich aber mit Kuhle mal noch besprechen, weil er macht ja den Bereich unten Koblenz um die Ecke. Bingen, Mainz. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da Bilder meinem Vater gezeigt und der sagt da immer, das sieht ja aus wie echt. Also könnt ihr euch vorstellen, wie die Qualität davon ist. Links halten. Da könnt ihr gespannt drauf sein, das wird genial. Und somit auch Jan, Grüße gehen raus. Gut, zurück zu den Kollegen. Michi, der war im Auftrag HM-Trans unterwegs, der ist irgendwo in Salzburg mit dem Astra F. Astra F habe ich ja schon erklärt. Entschuldigung, letzte Folge. Das ist nicht kein Opel Astra, wo er damit fährt, sondern das ist ein Scania, der von Raimi umgebaut worden ist. Von daher ist das etwas verwirrend, aber ich muss jetzt bestimmt hier rechts abwetten. Da sehe ich es nicht. Ja. Deshalb lassen wir den mal ein bisschen rollen. Rechts halten. Danach rechts abfahren. Jetzt rechts abfahren. Weiter geradeaus. Hermi ist auch mit einem Scania unterwegs, mit dem Fred Scania. Ist unten in Nähe Linz, wenn ich mich. Linz? War das Linz? Hoppla. Unterwegs. Oder war auf dem Weg nach Linz. Hat da so verschiedene Sachen angesprochen, was Mitarbeitersuche und so betrifft. Das gilt übrigens, glaube ich, für alle von uns. Wenn ihr wollt, ihr könnt auf dem Discord joinen, dann können wir mal weiter darüber sprechen. Ich warte ja immer noch auf Feedback von jemandem. Vielleicht ergibt sich da was. Ansonsten, ihr könnt euch auch über Trucky bewerben. Einfach Bewerbung abgeben. Und dann schnacken wir später darüber.
das zu Hermi. Dann haben wir noch JJ. JJ treibt sich im Norden rum. Die Ecke Bremerhaven. Ist da durch den Hafen gefahren und hat da so manchmal so ein paar schöne Überraschungen bekommen, wo dann mal so einer so wusch davor kam. Ja, passiert, ne? Ist wie im realen Leben. Glaube ich, noch ein Video rausgebracht. Der ist im Moment in auch noch auf dem Westbalkan unterwegs. Auch eine schöne Ecke. Letztes Video, vorletztes Video habe ich auf jeden Fall gesehen, letztes noch nicht. Der Westbalkan, der hat natürlich, also was sie da gebaut haben, einfach nur genial. Und ich hoffe, dass Köln und das Ruhrgebiet genauso wird. Weil das wäre nur genial. Enge Straßen, versteckt, nicht mehr so einfach zugänglich. Von daher passt das schon. Ich habe das Tracker, er steht jetzt anders. Ein bisschen. Das liegt daran, dass ich ich habe die vorher höher stehen gehabt. Da stand der Wald wesentlich höher und jetzt habe ich den runtergesetzt. Fand ich ein bisschen vorteilhaft. Der steht jetzt also genau auf der Kamera, die hier hinguckt. Von daher passt das. Wie gesagt, der Trailer an sich schick. Einzig, was ich vermisse, es gibt Trailer, die kannst du über F7, kannst du die direkt anpassen. Das geht bei dem hier nicht. Du musst immer wieder zu einer Werkstatt. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich kann mir ja einen Servicepunkt an meiner Halle hinbauen. Passt. Ne? Von daher kann ich das ein bisschen kompensieren, drücken wir es so aus. So an sich, qualitätsmäßig, ich hatte erst das Template. Da war vorher ein anderes Kennzeichen drauf. Ich und außen fahren, ne? Der hat schon was, ne? Ich finde den cool. Da sind sie alles. Ich sehe gerade was. Da fällt der Ring. Ich habe den Ring drauf gemacht. Da sieht man mal, wie schnell das Auge reagiert. Er sieht, dass das Rad auf der einen Seite dreht es sich so rüber und man sieht es in dem Sinne aber umgekehrt drehen. Ja. Den Rampenspiegel gibt es immer noch nicht. Ich weiß nicht warum. Da ist irgendwas faul dran. Dunkel wird es auch. Mal gerade gucken. Wir machen es mal so. Huch. Ja, ich habe da die Daten stehen von Trucky. Ich finde es genial, dass man da jetzt noch mal so ein bisschen so einen Blick drauf hat. Wie lange dauert es noch? Also hat schon seine Vorteile alles. Rechts halten. Danach rechts abbiegen.
jetzt rechts abbiegen. Rechts halten. Ihr hört wieder meinen Kater. Wundert euch nicht, er sitzt draußen. Weil wenn ich den hier drinnen laufen lasse, der läuft mir hier quer über den Bildschirm. Und das passt da nicht, er liegt ja nur schließlich da. Halt. Ich könnte ja jetzt auch sagen, ich könnte ja auch mal JJ besuchen, ne? Aber der ist, da sind auch so einige Sachen im Gange. Bewerbungsgespräche und hast ihn nicht gesehen. Herzlich willkommen in Nürnberg. So, Feierabendverkehr in Nürnberg. Wie viel Uhr haben wir? Ja. 20 Uhr Spielzeit. Passt, das ist wieder genau die richtige Zeit hier, ne? Aber wir haben Sommer, ne? Habe übrigens den Crimes Mod rausgeschmissen. Wir gehen ja langsam. Eigentlich müsste ich jetzt den Spring, Early Spring, Spring. Reintun. Aber der macht eigentlich im Moment auch keinen Sinn, weil so viel Unterschied ist da nicht. Von daher habe ich es gelassen. Dann hat man ja eine tolle Zeitumstellung, ne? Tralala. Da. Ja, der Anhänger, der Auflieger hätte jetzt stehen bleiben müssen. Zentrum, Gostenhof. Ich habe auch schon mal so ein paar Kleinigkeiten. Wer auf dem Eurotnet Discord ist und sieht, hat da mal geschaut. Der hat gesehen, dass ich so Kleinigkeiten am Machen bin. Leider nicht in Deutschland. Weil das ist mir im Moment noch zu vage. Da will ich noch nicht drin rumfummeln, das macht keinen Sinn. Wie gesagt, wenn die 1,50 raus ist und das Ruhrgebiet da ist, dann kann ich mich erst richtig drum kümmern. Ich habe auch schon wieder so ein paar Sachen eingebaut, die mal nicht so einfach sind. Ja, rechts kann ich ja gar nicht fahren. Doch, kann ich wohl. Immer Autobahn aber leer hier, wa? Bin schon alle zu Hause. Bei 20:15 Uhr, die Filme fangen an, ne? Rechts halten. Und danach rechts abbiegen.
rechts abbiegen. Links halten. Danach links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Da hätten sie vielleicht ein paar Pfeile hinmachen sollen, ne? Vorne soll Frankenfraß sein, ne? Rechts halten. Wenn ich mich nicht danach irre. Rechts abbiegen. Da stehen die Schilder dazu. Tatsache. Jetzt rechts abbiegen. Wer die wohl dahin gemacht? Zeige ich euch mal gerade kurz. Frankenfraß. Da geht's hin. AT-Lok war ich, glaube ich, noch nie. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Demnächst links abbiegen. Wie war das, ne? Links abbiegen. Wieso sind die da keine? Mehr oder weniger in einem Stück angekommen. Sehr schön. Wieso liegt denn das so weit unten? Wer macht denn solche Symbolik? So, wir haben ja lange Güter. Wir stellen uns einfach mal hier hin. Und dann harren wir den Dingen, die da kommen. Wahrscheinlich stehe ich falsch rum. Nee, stehe richtig rum. Gut, trotzdem. Ich lade jetzt hier aus. Und würde sagen, damit war es dann auch hier. Von hier aus starten wir wieder in der nächsten Folge. Ich will das wieder nicht mehr so langgezogen mit mehreren Folgen für an einem Ort. Das ist schon extrem. Ich war auf der einen Seite froh, dass die Tour rum war, aber es ist halt eben anstrengend. So, ich sag einfach, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn noch nicht getan, abonniert, kommentieren sowieso immer. Und dann sage ich einfach, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Michael.